Wenn ich heute auf einer Party bin, trinke ich wirklich nur aus Versehen einen Cola Rum. Wir schauen mal, was der Herr hier dazu zu sagen hat. Rum and Coke. Let's start with 2 ounces of Sailor. Zwei Teile Sailor Jerry. Ja, klar, kannst du machen, aber man muss sich schon mal klar sein, das ist dann kein Rum, sondern eine Spirituose gezuckert mit Aroma versehen und dann eben eine Spirituose mit Rum. Die Zubereitung ist klasse, er lässt das Liquid über den Eiswürfel laufen und auf dem Weg nach unten wird es deutlich kühler. Cola. Oh, das macht er richtig cool. Er hat sich eine Fevertree Cola genommen. Die ist einer Coca-Cola, die in Deutschland vor allem sehr beliebt ist, weil sie so unglaublich süß ist im Vergleich. In der Fevertree findest du einfach viel mehr Geschmack und davon 4 Teile. Also fresh Lime Juice. Lime Juice dazu, das unterschreibe ich, das ist immer eine gute Idee, ob Schuss oder 1 cl, das liegt ganz an dir, wie streng du es letztlich haben möchtest. Und mir ist auch völlig egal, wie das Getränk danach heißt. Lime Juice wertet das enorm auf. Cheers, y'all. Ja, natürlich am Ende noch was für die Optik, das macht es schnieke. Unser Auge isst schließlich mit. Ich sag dir, nimm aber dafür am Ende nicht den Sailor Jerry, sondern den Pampero Anniversario Reserva Exclusiva. Ein echter Rum, der dein Geschmackserlebnis nochmal auf ein ganz neues Level hebt. Der ist so mundfüllend in der Cola. Echt perfekt dafür geeignet. Prost. Hast du Bock auf ein richtig geiles Live-Tasting bei dir zu Hause? Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Berlin. WhatsApp mich einfach an.